Zeit. Wie in jedem guten Haushalt wird auch bei uns an Weihnachten gebacken. Es gibt Stollen. Kurz vor Weihnachten und es ereignet sich eine absolute Premiere hier in Kittiermobil bei uns zu Hause. Silke schneidet jetzt den ersten selbstgebackenen Weihnachtsstollen an. Nein, das stimmt nicht. Ich habe schon ganz viele Stollen gebacken, aber noch keinen im Auto. Dann gib Gas. Endlich zurück in der Mongolei und es ist so schön im Winter. Bilderbuchhaft. Mal gucken, wer das Duell gewinnt. Ah, Schisser! Tja, wir haben da einen Gegner. Sein Weg. Schau mal ein bisschen vor, was der macht. Nee, der möchte nicht. Buchanka. Jeder hat uns gesagt, dass das selbst mit dem Four-Wheel Drive ein bisschen heftig ist, was wir die nächsten 6 Tage vorhaben. Bekannte von uns haben sogar ihren Land Cruiser stehen gelassen und waren froh drum. Und das hat uns überzeugt. Was jetzt kommt, ist nicht für Kittiermobil, aber eine Buchanka-Sausflug. Mitten auf dem See stehen wir jetzt hier unter so einem Moped und die buddeln da gerade so ein Loch in den Teich und da wird gefischt und ich glaube, da wird auch gleich eingekauft, dass wir richtigen Fisch kriegen. Großes Fotoshooting jetzt im Schnee, im mongolischen Bademantel. Jetzt gibt's noch die richtigen Stiefel dazu. Schlafen inmitten der Rentiere. Da steht's. Guten Morgen, Rentier. Ja. Morgens werden die Tiere wieder freigebunden und dann laufen sie den ganzen Tag im Wald rum und suchen Fressen. Thank you.
Die Schweizer haben die Toblerone von den Mongolen geklaut. Das sieht man ganz klar an dem Berg. Und Jan, Fazit nach 4 Tagen Russenbulli, willst du immer noch einen haben? Es ist ein wirklich intensives Erlebnis, Russenbulli zu fahren, das kann man nicht anders sagen. Aber so ein bisschen modifiziert werden muss die Kiste schon. Bisschen mehr Leistung wäre nicht schlecht und vor allen Dingen Fahrwerk. Das ruppelt und rabbelt, man wird hin und her geschleudert in der Büchse. Aber außerdem ist der Innen viel flacher als Kittymobil. Ja. Man sitzt da wie zusammengefaltet, auch wenn man kleiner ist. Also so für Leute unter 1,70 immer noch. Und breiter ist er. Ja, halt einfach eine flache Flunder. Ja, aber einfach kultig. Muss man mal gemacht haben. Süß ist er noch, aber tauschen will ich nicht mehr. Nee, nicht ohne Modifikation. Das Eis auf dem Hofskühl nur glasklar gefroren mit aufsteigenden eingefrorenen Luftblasen. Es ist der 24.12.2019. Wir stehen hier in der Mitte der Mongolei und hier gibt es so ein paar Hirschsteine, wie meine Frau sagt, und die stammen aus der Zeit der Bronze. Der zweite Platten in 34.000 Kilometern, der zweite Platten in der Mongolei und der zweite Platten auf Asphalt. Heute schon eine Portion Liebe getankt? Bei MT gibt's das. Mit 95 Oktan. Runterlaufen hingeknallt. Ich glaube, Autofahren ist sicherer als zu Fuß gehen. Wahnsinn hier in Ulaanbaatar mit dem Verkehr. Vorhin haben wir gestanden und jetzt stehen sie auf der anderen Seite. Und dann fahren sie im Zickzack mal so oder wenn man da einfach so ein bisschen Blaulicht hat, dann kann man mal in den Gegenverkehr fahren. Ganz easy alles. Immer wenn man hier von der einen Region in die nächste fährt, gibt es so ein kleines Zahlhäuschen und da muss man Maut bezahlen. Das sind immer so Pi mal Daumen 30 Cent, 35 Cent. Also durchaus verkraftbar. Unser herrlicher Platz zum Schlafen
direkt am Fuße von dieser grandiosen Schildkröte. Einfach herrlich hier, der Terrace Nationalpark. Connected.